So, jetzt wird es auf jeden Fall losgehen ohne Unterbrechung. Team Mandaratics gegen Terra X ums Nackte der Überleben im Avengers Cup. Deine Prognose? Ich bin mir nicht so ganz sicher aufgrund der Tatsache, dass UX schon einen Lose gleich am Anfang gekriegt hat, was mich extrem stutzig gemacht hat. Also es könnte sein, dass das gestern vielleicht einfach nur nicht ihr Tag war. Sie heute dann wieder Topform spielen, aber das kratzt vielleicht auch ein bisschen an der Psyche. Man weiß es nicht. Man wird es jetzt sehen. Also Terra X jetzt ja auch gerade mit einem Lose, also Ja, sehr da kommt UX unglücklich, natürlich jetzt, beziehungsweise da sehr kommt UX. knapp. Beide Maps Ja, mit genau. 6 und verloren, Terra X. Ist auch auf jeden Fall nicht so einfach wegzustecken. Aber sie haben jetzt zur ersten Verteidigungsrunde. Kriegen auch den ersten Kill. Aber gekontert. Ich glaube, der Plant geht schon direkt down für UX. A la Flyer legt die Bombe. Wir haben auch Red Control. Bombe ist gelegt, 3 gegen 3 Situation. Sieht gut aus für UX. Renix wird gleich Kontakt haben mit Tanks. Ne, der entscheidet sich, die Leiter hochzuklettern. Das könnte gar nicht so verkehrt sein. Denn jetzt sieht er Renix da unten und hat ihn somit ausgespielt. Kann auf den nächsten, den kann ihn auch holen. Extrem schlau gespielt hier von Also Tanks. das. Tanks hat das sehr stark gemacht. Renix hat unten gewartet, hat die Tür abgeaimt. Tanks dachte sich, ich kletter die Leiter hoch und hol dich von oben. Bloß deinen Kollegen. Und das hat geklappt. Starker Retake von Terra X. Wie sieht's aus? Wollen wir uns jetzt mal die Verteidigung von Team Analytics angucken? Wir gehen mit. Mit wem? Ich gehe mit Stelios mit, der hier ins Red pusht. Ah ja, hat dann eine Snipe rausgeholt. Wollte ja die rausgeholt, ganz leicht außen, glaube ich. Zaynex wurde, glaube ich, oben im Red genadet. Zaynex oben im Red, auf jeden Fall immer ein extrem gefährlicher Spieler für das Gegnerteam. Haben wir auch am eigenen Leib erfahren müssen. Und Hängst jetzt mit an der Bombe. wenn man das weiß, dass Zaynex da oben das Red gut spielt und darauf ein Auge hat, dann ist das schon mal ein guter Spielzug von Terra X. Ermöglicht ihnen jetzt eine Menge. Dafür müssen sie jetzt die Kills holen. Kriegen sie aber nicht. Player kriegt den zweiten mit der Snipe, ist im dritten Stock vom Owens, konnte den Bombenplanter rausholen. Ja, wichtig. Mit Dravix allein gegen zwei. Weiß, dass Player hier irgendwo im Owens ist. Sucht ihn, findet ihn aber nicht, denn Player hat sich schon verzogen. Kann ihn rausziehen. Zeitlich kann das auch noch schaffen. Aber da kommt die Bombe, kommt Stelios, checkt die Bombe und holt ihn auch raus. Mit 1 zu 1. Beide Angreiferrunden konnten gewonnen werden. Gehen wir mal mit Terra X mit. Der Verteidigung. Wie möchtest du zugucken, Sammy? Ich bin mal für Ravex, der ist hier oben im Red. Hat 3 zu 1. Weil bei dem wird sich nicht viel tun. Sie lassen die B-Seite völlig offen, sehe ich gerade. Und UX kommt jetzt durch den Untergrund und pusht B. Vielleicht gucken wir mal bei dem zu, der cross guckt hier. Das ist Tanks. Jetzt Kontakt. Und kriegt ihn mit dem. Tanks hatte einen Stark. holen können mit der Nade. Aber es sind 2 gegen 3. Jetzt 1 gegen 3. Tanks alleine gegen 3, kann einen holen, wird umzingelt. Eine Chance. Keine Chance. 2 zu 1 für UX.
Ich gehe mal mit Celius mit, der macht hier einen bärenstarken Job. Steht hier nach 3 Runden 6 zu 1. Wird sich jetzt wieder unten ins Red hocken. Das Red safe machen. Hat die Rauch ausgenutzt in der Verteidigung und ist vorgepusht zum Graffiti-Zug, der jetzt gleich Kontakt haben wird und holt Tanks aus. Ist jetzt unten im White, hat Kontakt mit dem nächsten, wird rausgeholt. Helios hat jetzt direkt einen Gegner links neben ihm. Der zweite kommt auch noch. Wenn die zwei vorgehen, ohne die Ecke zu checken, dann ist das ein Kill für Helios. Helios hier. Ein bisschen veraimt, hat den Kill trotzdem noch ziehen können und somit ist Ravix allein gegen 3. Aber er macht einen. Kann den ersten holen und Zenix hat auch Celius geholt! Double Kill ja, somit! Das war schwach von Wix gemacht. Die sind sich gegenseitig immer noch offen. Wenn Ravix das jetzt zieht, dann wird sie das ärgern, aber gewaltig. Wird aber angeschossen. Sie haben Kontakt, sie haben Kontakt. Er muss nachladen. Holt ihn! Und er kann es holen! So gesehen ein 1 gegen 3. Absolut verspielt von Wix. Wird sie ärgern. Und wenn das hier das Match entscheiden könnte, dann wenn sie sich da nochmal ordentlich an diese Map 6-5 ausgibt. Trotzdem stark gemacht. Auch wenn Zenix da, bevor er gestorben ist, Delius getötet hat. Somit 2 zu 2. Und es bleibt spannend. Bombe geht durch den Underground. Celius ist rechts außen als Backup quasi. Guckt, dass sie nicht hinterlaufen werden. Sie haben den B-Spieler raus. Und wenn sie es jetzt schnell spielen. Celius holt in dem Red aller Player noch den anderen, der hinter B war. Und somit 1 gegen 4 Situation von Ravex. 1 gegen 3 hat er ja gerade schon gemacht. Jetzt kommt das 1 gegen 4. Nochmal eine Schippe drauflegen. Vielleicht hilft UX da nochmal mit. Das wird sogar ein 1 gegen 5. Weil die Bombe noch geblendet wird. Vielleicht mit Mithilfe von OX. Checkt die Ecke und kann ihn rausholen. Somit nur noch 3 left. Nur noch 3, klingt immer leicht. Aber die Chancen sind in der Tat noch da. Jetzt Kontakt haben. Wird rausgenommen. 3 zu 2 für Underratix. 3 zu 2 für Underratix und Celius hat Zeitüberschreitung. Das wird wahrscheinlich erstmal ein Abbruch des Matches mit sich ziehen. Ja. Sie benden nicht. Doch. So muss es auch sein. Es muss beendet werden. Sie auch in dem Fall selber schuld, wenn sie als geschädigtes Team dann auch nicht beenden. So, wir warten, dass Celius reinjoint und dann geht's sofort weiter. Wer war jetzt Verteidigung und wer war im Angriff? Die Teams werden es schon wissen. So, Leute, wir nutzen die kurze Unterbrechung und fragen nochmal in den Chat, wie wird das Match ausgehen? Wird UX gewinnen oder wird Terra X gewinnen? Wer von den beiden kommt weiter und wer nimmt den Zug nach Hause? Die Ausgangslage ist ziemlich spannend. Es steht 3 zu 2 für UX zurzeit. Und hoffen, dass es hier nicht eine lange Unterbrechung mit sich ziehen wird.
Link von Bracket kommt sofort. Anscheinend wird sich das doch länger ziehen bei Celios. Oh, ich merke es gerade, ich habe im Stream falsch eingetragen. Es steht 3-2 für Terra X, für UX natürlich und nicht für Terra X. Die Zuschauer mal wieder gefragt und sie passen auf. Und Stelios wieder. Und Stelios ist drin. Stelios ist drin. Und jetzt geht's weiter. Sofort weiter. Und im Chat kommen jetzt die UX-Army-Leute und die Terra-X-Leute. Remove schreibt, Terra macht das mit 2 zu 0. Da haben sie aber einen richtig Haufen Arbeit vor sich, wenn sie das 2 zu 0 über die Bühne bringen wollen. Steht 3 zu 2 und UX ist in der Verteidigung. Also Vorteilssituation für sie. Sie können hier auf ein 4 zu 2 erhöhen und somit den Druck für Terra X erhöhen. Such dir einen aus, Sammy. Mit wem gehen wir mit? Wir gehen mal mit Zanix the King mit. Bisher noch nicht mit Erfolg gekrönt, ja. Aber ein absolut. Ja, vor allem Abbruch auch 0 zu 4 genau. Stand. Genau wie Refrains auf der anderen Seite, darf man nicht vergessen. Für den Anstand, als würde hier quasi 3 gegen 3 gespielt, was natürlich nicht der Fall ist, denn auch der vierte Mann, wenn er keine Kills macht, ist ein Bestandteil des Teams und hilft dem Team. Nicht, der wieder einen Nate abkriegt. Und geduldig den Cross. Jetzt den Bombenträger, kann ihn rausnehmen. Kann ihn rausholen und somit der erste Kill für Zanix. Sehr wichtiger Kill. First Frag in dieser Runde. Ich hole auch den zweiten. Der dreht jetzt auf hier. Helios pusht aus dem Red raus, kann Tank einen Floor holen. Ravex somit allein gegen zwei und wird von Zanix geholt, der jetzt hier drei Leute am Stück geholt hat. Das ist genau das, was ich vorher angesprochen habe. Zanix, ein extrem starker Spieler oben im Red. Also wenn man den da nicht rausbekommt, was Herr X vorher sehr gut geschafft hat, dann kann das extrem tödlich für die eigenen Leute werden. Und so ist es auch ausgegangen hier. Und damit das 4 zu 2 für Team Analytics. Jetzt mal mit Refrains mit und gucken mal, ob er jetzt auch den ersten Kill auf dieser Map holen kann. Hier direkt unten ins Owens geht. Eine Rauch wird ihm vorgeschmissen. Er sieht durch den Rauch, Leute, kann anhitten. Kann auch einen kriegen durch den Rauch. Aller Player hat er gut gesprayt. Wird gleich Kontakt haben, denn direkt um die Ecke ist noch einer, der kommt rein. Und jetzt drei schnelle Kills für UX. Tank mit Claw, somit nur noch allein gegen drei. Und die Bombe wird angelegt. Das ist das 5 zu 2 für UX. Die sich hier jetzt deutlich absetzen. Sie haben den Angriff gewonnen und sind jetzt in der Verteidigerposition. Somit können sie das Ganze hier schon 6-2 beenden. Wenn Terra X da nicht noch einen Ass im Ärmel hat. Und die müssen sich jetzt ranhalten, um hier das Comeback zu erzielen. Auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir auch mal auf Ravix drauf und gucken, ob er sein Team jetzt hier in dieser Angriffsrunde zum Sieg führen kann. Hier mit der Red-Taktik. Zwei Leute im Red, einer hinter Red und einer, der Jumper guckt.
UX ist aber schon ziemlich weit vorgekommen. Kann auch einen ausholen. Drei Leute down für UX. Somit à la Player alleine gegen vier. Kann den ersten holen. Wird angesprayt. 5:3. Heretics jetzt im Angriff. Bombe von aller Player wird sofort an den Bombenspot gebracht. Er kann noch einen Roll von Tank McClaw. Pusht jetzt weiter. Er muss bedenken, dass er die Bombe am Mann hat. Derzeit hat Terra X mit einem Kill gegen Zanex zurückgekontert und versucht jetzt hier mit allem, was sie haben, die Runde noch für sich zu entscheiden. Wird aber schwierig, denn auch Ravex geht down. Aber kann kontern. Tanks und Refrains machen hier zwei Kills. Drei schnelle Kills für Terra X und somit die Überzahl für Terra X. 2-1 Situation. War ja mit der Bombe am Mann. Hat noch Refrains und Tanks vor sich. Wenn die zwei Runde klären, dann Player. Schön geholt von Player. Den zweiten. Hat ihn gesehen. Die haben sich gegenseitig gesehen. Aber Refrains hat nicht gesehen, dass alle Player zurückgesprungen ist. Und jetzt aller Player holt das 2 gegen 1 und somit der Sieg für Underretics auf der Map Freight. Sagen völlig verdient hier. Wir haben besser ihre Position gehalten. Counterkills saßen 1A. Somit der Sieg für Team Underretics. Dies kann beendet werden und jetzt kommen wir auf die Map von Terra X. Werden sie wieder Octane nehmen oder entscheiden sie sich diesmal anders? Ja, Octane lief ja eben eigentlich recht gut. Bis sie dann genau wie auf Sovereign die 5-4 oder 5-3 Führung hatten sie, glaube ich, und haben dann ein Comeback von Obviate kassiert. Ja, so sieht's aus. Und bei einem 6-5, wenn eine Map 6-5 ausgeht, dann hat das teilweise auch das Quäntchen Glück gefehlt. Weil man verliert ungern eine Map 6-5, das ist das Ärgerlichste, was es gibt. Ja, 6-0 ist jetzt auch nicht gerade schöner, aber man aber man hat wenigstens noch die Hoffnung halt bei einem 6-5. Und es ist halt auch immer so, wenn man im Finale steht und dann im Finale sich bis zum Finale vorkämpft und dann im Finale verliert, ist halt immer so die Niederlage, die am meisten trifft, ja, quasi. Kurz davor. Es findet der Hostwechsel statt. Hier, Ravex wird wieder hosten. So ist es. Ich bin drin. Derzeit nutzen wir die Chance, um uns bei unseren Sponsoren nochmal zu bedanken für die Preise, die sie uns für diesen Cup zur Verfügung gestellt haben. Einmal an King Controller für die 4 Controller, die wir von denen kriegen für den ersten Platz. An Avamedia, die uns eine Avamedia Extreme Cap U3 zur Verfügung stellen für den zweiten Platz. Und natürlich auch bei Agentur MMS, die uns hier ausgestattet haben mit Designs, mit Overlays und so weiter und so fort. Du bist drin, ja, meintest du? Ja, ich join dir sofort. Wo bist du? Und natürlich müssen wir uns auch bei allen Zuschauern bedanken, die bis jetzt den Stream super unterstützen und immer zahlreich erscheinen. Klar, und deswegen sollen unsere Zuschauer auch nicht zu kurz kommen. Auch für die Zuschauer wird es was geben. Ja. Und zwar PSN-Cards. Wann genau? Heute im Laufe des Abends wird es PSN-Cards zu gewinnen geben. Und ich würde sagen, einfach dranbleiben. Ah, wir hoffen natürlich, dass euch der Stream overall gefällt und dass ihr hier spannende Matches verfolgen könnt. Der anscheinend der Fall ist. Und es sieht auf jeden Fall, also wir haben direkt mit einem Hochkaräter angefangen, Terra X gegen Obviate, zwei super spannende Maps gehabt, 6-5 beide ausgegangen. Jetzt im Loser Bracket nochmal Terra X gegen Underretics. Also, was will man mehr? Zweimal Terra X gegen UX. Einfach. Quasi. Ja, quasi. Und dann so ein Hochkaräter im Loser Bracket. Sollte Terra X hier ausscheiden, dann werden sie UX verfluchen. Zweimal gegen sie gespielt, zweimal verloren, das wäre ärgerlich. Und es sieht jetzt danach aus, dass sich
Terra X hier für Warg entscheiden wird. Wir warten noch darauf, dass Zanex the King und aller Player joinen, sodass wir sofort starten können. Auf der anderen Seite wäre es natürlich jetzt auch schön und ein guter Trost der Niederlage, wenn sie jetzt das Match gegen das erste Team von Underretix gewinnen könnten und diese damit aus dem Cup befördern. Aber davon sind sie im Moment noch 2 Maps entfernt. Und diese 2 Maps müssen sitzen, denn Underretix ist mit eins der stärksten Teams hier im Turnier. Ganz klarer Titelfavorit, auch wenn sie in der ersten Runde überraschend ins Loser Bracket gefallen sind. Und somit ist im Loser Bracket auch eine ganz große Leistungskonkurrenz, würde ich mal sagen. Absolut. Auch beide Roar-Teams, Roar Vindictive als auch Rise of the Avengers, ist im Loser Bracket. Und dort werden ja auch gleich noch 2 starke Teams hinzukommen. Mit entweder La Familia GB oder Obviate. Oder in dem laufenden Match Evil Gaming Exposed. Gegen Exposed. Geht nur noch aller Player, dann können wir hier sofort loslegen. Da ist er auch. Und es wird wieder Warhawk gespielt. Warhawk. Die erste Map ging 6-2 für UX aus, oder? 6-3. 6-3. 2, genau. 6-3 ging die erste Map aus. Gut. Ja, auch immer wichtig für das Hostrecht für die dritte Map. Wenn es dazu kommen sollte. Genau. Was wir als Caster sehr hoffen. Spannung ist immer gut. Und bei wem schauen wir jetzt mal zu? Ich bin jetzt auf Ravix dran. Ich will sehen, wie Terra X den Angriff auf ihrer Map schalten wird. Gate wurde aufgeschossen. Um für Ablenkung zu sorgen. Das sogar mit der Nade. Ich bin auf Tanks, obwohl ich gesagt habe, ich will Ravix suchen. Ravix hat gerade eine Nade hinter den Wasserturm geworfen, die aller Player extrem One-Shot gemacht hat. Der pusht trotzdem in die Post. Kriegt sogar einen raus. Kriegt einen raus. Revenge konnte die Nade aber vorher noch genau in aller Players Kopf werfen. Und Ravix nebenbei auch mit einem gegen aller Players Kopf. Haben wir jetzt die Vorteilssituation. Ravix the King fällt gerade in dem Moment, wo ich auf ihn wechsle. Xelius konnte einen auf der B-Seite holen, wird da rausgeholt. Somit 1-0 für Terra X. Das haben sie gut gemacht. Ravix hat hier im Endeffekt viel auf der Map geregelt. Also seine Nate, die am Anfang getroffen hat, hat aller Player so angefolgt, dass er am Anfang nicht schon konnte. Hat er noch 2 Leute selbst geholt und hinten alles dicht gemacht. Und ich bin dafür, dass wir vielleicht mal bei Stelios zugucken. Ah ne, okay, eben hat er noch die Schalldämpfer hier im Schacht. Jetzt wird ein Argo hier von Underrated. Argo. Ich gehe dann direkt auf den Verteidiger von Terra X, der hier gleich sehr, sehr viel Druck bekommen wird. Alle 4 Mann pushen sofort drauf. Er hat einen gesehen bei Six, der kann ihn nur unfrayen. Und da ist aller Player sofort da und holt ihn raus. Jetzt wird schwer, 2 gegen 4. Zweiter Verteidiger auch schon raus. 1 gegen 4, Ravix allein gegen alle von UX, wird jetzt hinterlaufen. Kann dann noch aller Player rausholen, aber Stelios ist da und klärt zum 1:1. Hat Terra X genau das gemacht, was wir eigentlich, das nicht gemacht, was wir eigentlich immer gelobt hatten. Und zwar haben sie sich nicht im Team richtig organisiert. Also die 3 sind da einzeln reingegangen, haben 1 gegen 1 Duelle auf sich genommen und jeweils verloren. Da kamen die Counterkills einfach nicht zu Trage. Und damit bekommt man keinen Retake auf A. Das stimmt. Also UX hat da ganz viel Druck auf A gemacht. Und da muss man sich halt im Team dann zusammenreißen, zusammen verschieben, um dann halt möglichst wieder diesen A-Spot für sich zu entscheiden. Das haben sie nicht gemacht. Sie sind UX einfach reihenweise reingelaufen. Ja, dafür, dass wir mal bei Reframes zu gucken. Der wird jetzt hier gleich vorpushen am Wasserturm. Ich bin gerade bei Ravix, der Kontakt mit 2 Leuten hat und jetzt rausgeholt wurden. Dann gucke ich jetzt Refrain zu. Einen holen. Den zweiten. Ach, der Prefire auf den zweiten, da ist sogar einer. Der wird dann vom Teammate geholt. Teammate geholt. Aber die Mitte war offen. Und
Das darf jetzt nicht passieren. Die Mitte war offen. Aber da Renekton King konnte rauspushen und den Planter rausholen. Er wurde dann zu gierig und hat direkt versucht, Pass Ellie den nächsten zu holen. Dadurch. Wenn du selbst der jetzt hinter die Gegner kommt, konnte ihn einsehen, holt ihn raus. Das haben sie sich gesehen. Snipe schön direkt um die Ecke, hat direkt die Hits gesetzt. Was natürlich Phantom jetzt in die Karten spielt, ist, dass die Bombe am Spot down ist. Ja. Ob er es weiß, weiß ich nicht. Für Refrains da noch irgendwie die Bombe vom Spot wegzukriegen auf A bleibt keine Option mehr. Die Zeit reicht nicht aus. Da muss er jetzt entweder planen gehen oder auf den Kill spekulieren. Wird ihm. Refrains spekuliert hier, glaube ich, auf den Kill. Jetzt kommt zum Kontakt. Refrains gegen Phantom Snipes. Er plantet und das ist einfaches Spiel dann für Phantom. Das doch auch sehr riskant war, davon Phantom Snipes weg wieder zur Bombe zu gehen. Wenn sich Refrains jetzt anders entschieden, dann wäre da so rot wie er war, glaube ich, nicht mehr heil davon gekommen. Das stimmt. Phantom Snipes hat, glaube ich, eine Kugel gefehlt. Aber das stört ihn für gewöhnlich eigentlich werden. Nicht. So, schaue ich mal bei UX Delius zu, der hier schon blutrot in die Post kommt. Aber er hat es überlebt und das hat auch keine Konsequenz, denn die B-Verteidiger haben nicht vorgepusht. Jetzt kommt er raus, ist er in der Ecke gefangen, kommt aber nochmal weg. Und jetzt entscheidet er sich vorzupushen. Mit dem richtigen Timing kann er einen rausholen. Kann er auch. Jetzt weiß er, dass in der Notaufnahme einer ist, denn da wurde einer seiner Teammates gekillt. X spielt hier stark im Team zusammen. Man merkt, sie gehen zusammen vor, decken sich gegenseitig, lenken die Gegner ab, nutzen das Timing, um den Gegner zu pushen. Aber Tanks mit Claw hat jetzt alle Optionen, wenn er jetzt alle Player sieht. Er sieht ihn nicht, jetzt sieht er ihn. Und jetzt fehlt nur noch Stelios. Den sieht er auch. Stark gemacht von Tank mit Claw. Klatscht hier die Runde 1 gegen 2. Und das ist der Ausgleich. Stark gemacht auf jeden Fall. Hat lange in der Post gewartet, ist rausgelaufen, wollte schon, sah schon so aus, als wäre Richtung A unterwegs, hat sich umentschieden und das war genau das Richtige. Konnte aller Player holen ohne Konsequenz. Einmal die Runde laufen und dann auch Stelios rausholen und somit das 1 gegen 2 perfekt gemacht. Also sehr interessant, Terra X schießt jede Angriffsrunde das Gate auf, lässt aber niemanden pushen. Das heißt, wenn sie dann irgendwann mal pushen wollen, wird der Gegner vielleicht nicht mehr so damit rechnen. Und Tank mit Claw stark, holt hier direkt den ersten raus. Im Wasserturm. Das heißt, er jetzt durch die Mitte vorpushen und er wurde jetzt angesagt und rausgeholt. Renex sieht den, kann ihn schön rausholen und kommt nochmal weg. Pushen, der holt den nächsten, ist aber alleine gegen zwei weitere. Holt den dritten. Und irgendwann ist dann auch mal Schluss. Aber richtig gute Runde hier von Zaynex the King. Ganz stark, wie er dann den Bombenträger mit der Snipe rausgeholt hat, dann wegkam und den am Wasserturm dann auch noch holen konnte, was meines Erachtens nicht passieren durfte. Warum hat er sich ja umgesehen in dem Moment? Sie war etwas Angst vor Hinterlaufern. Aber macht nichts, die Runde wurde trotzdem geholt. Schau ich mal der Verteidigung zu. Tanks. Phoenix sniped auf A. Ich komme sie eine Zehntelsekunde zu spät. 3 gegen 3 Situationen. Snipes holt Ravix, der ins Loading vorgepusht ist. Jetzt ist es schwer für die beiden Verteidiger hier. Ich hab gesagt, mit der Ex kann ich rausholen. 2 gegen 2 Situation. Bombe wird in der Zeit angelegt. Jetzt müssen sie zusammen im Team spielen. Ja, Tanks hat ihn gesehen, zieht sich aber zurück. Na klar, er müsste jetzt Kontakt kriegen. Kriegt ihn auch. Naja, guckt durch den Zaun und sieht ihn. Dreht sich um Spray schon nach hinten. Und das ist das 2 zu 3. Es bleibt spannend hier im Match.
Also Terra X ist hier angelangt. Oder hier die Möglichkeit noch was zu reißen. Wenn sie denn jetzt aufwachen und noch mehr Runden holen. Eigentlich spielen sie die Map hier sehr solide und stark. Also durch den ganzen Cup-Verlauf hindurch bis jetzt. So sieht's aus. Das sieht wieder nach dem B-Aufbau aus. Ich bin mit aller Player mit dabei, der jetzt hier mit der Rauch pushen wird auf B in die Post rein. Ist schneller als der Gegenspieler da. Kann ihn aber nicht rausholen. Refrains kommt sprayend um die Ecke. Holt ihn raus. Somit ist Delius noch alleine auf B, der hier mit der Ämter Schalldämpfer liegt. Ich glaube nicht, dass sie wissen, dass er da liegt. Nein. Aber sie sehen ihn. Doch, Refrains kommt. Seht ihn. Holt ihn raus. Refrains mit dem dritten in dieser Runde. Macht er das Ace? Ich bleib auf ihm drauf. Jetzt wird es zum Kontakt kommen. Und da ist das Ace von Refrains. 4 zu 3 für Terra X. Ganz starke Runde von ihm. Dann schauen wir mal bei UX2D. Ist ein A-Push wieder machen. Phantom Snipes schon vorne drin. Hat den A-Verteidiger raus. Und jetzt ist A komplett offen. Jetzt spielt Terra X es ein bisschen besser. Sie laufen zusammen über den Spawn auf die A-Seite. Weil einer sich da jetzt ein bisschen ausklingt und oben Genas geht. Jetzt kommt er aber auch wieder mit. Und jetzt könnten sie es eigentlich gut machen. Sie haben eine gute Ausgangslage. Wenn man denn jetzt die Gegner rausziehen kann. Drei der vier Underratic-Spieler konzentrieren sich auf die andere Seite. Sind auch noch extrem eng beim American. Jetzt fallen die Fracks hier. Keine Chance, Delius holt den, holt Refrains, pusht nach, holt Ravex und somit steht es hier 4 zu 4. Es bleibt extrem spannend. Den Baum durch. Ich denke, Terra X wird jetzt wieder alles dran legen, den Angriff zu holen. Sehr extrem wichtig, sich hier in Führung zu setzen. Aller Player pusht wieder vor in die Post. Diesmal wird ihm aber keiner entgegenkommen. Weil sich Refrains dazu entschieden hat, sich hinter die Post zu legen. Ein weiterer Arsch. Delius ist mittlerweile im Loading. Und Phantom Sight und Zenix machen auch schon Druck über den Backup und die Mittelstraße. Nix ist schon fast komplett hinten durch, wird vielleicht. Kann einen holen, bevor er stirbt. 2 gegen 2 Situationen. Und Stelios mit dem nächsten. Und Ravix allein gegen 2. Springt da runter, kommt direkt neben Phantom Snipes auf. Und kann ihn rausholen! Jetzt fehlt nur noch Stelios. Jetzt oben ins Anti klettert. Oh, oh, jetzt könnte er gleich gesehen werden. Stelios hat ihn gesehen. Stelios hat den gesehen. Ich habe nicht ihm zugeguckt, dass dann auf der Minimap so aussieht. Hätte er den sehen können. Nein, doch nicht. Ich glaube, er hat ihn gesehen. Ist die Leiter runtergeklettert? Jetzt hat er ihn aber gesehen. Im Auto. Das wird, glaube ich, die Runde für Underratix, wenn er jetzt pinkelt. Tut er nicht! Jetzt wird er laufen und das Knife! Er knifet ihn weg. Ravex, richtig starkes Match hier. 11 zu 5. Jetzt war das ein 1 gegen 3? 1 gegen 2 auf jeden Fall. Ein 1 gegen 2 war es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es ein 1... Nein, es war ein 1 gegen 2. Stark gemacht. Es war ein 1 gegen 2. Und das ist jetzt die Option, was stark gemacht, vor allem wie er Phantom Snipes geholt hat. Wir müssen jetzt hier die Map gewinnen, um noch im Rennen zu bleiben. Und ich bleibe auch direkt auf Ravex drauf. Scheint sich ja zu lohnen. Der spielt hier eine starke Map. Ja, die Nate. Hier in Loading vor, wurde gesehen, wird angesprayt und rausgeholt. Somit der MVP bei Terra X schon mal raus. Hängst du noch alleine auf der B-Seite und Underratix hat die B-Seite eingenommen. Auch gefährlich, Zenix hinterläuft derweil auf A. Hängst du
da läuft. Aber sie stehen. Weiß ich das? Nee, er geht ganz, ganz hinten durch den Spawn. Der Mantik, wer ist das im Hardware? Refrains. Muss ihn ansagen. Aber er geht jetzt weg. Das ist Timing. Aber auch Zenix hat nicht das Timing. Jetzt 2 gegen 2. X wird jetzt alles daran setzen, hier noch was zu holen. Aber. Claw wird rausgenommen und damit Refrains allein gegen 2. Hat eine gute Position, aber die beiden Angreifer verschieben derweil auf A. Hat er noch nicht mitbekommen. Verschieben auf A. Zeitlich schaffen es auch. Er vermutet immer noch B und wird es gleich extrem schwer haben. Die Bombe wird gelegt. Werden wir sehen, ob Brief. Und da wird es gleich Kontakt haben. Phantom Snipes klärt zum 5 zu 5. Terra X hier das dritte Mal in Folge mit einem 5 zu 5 auf einer Map. Wenn sie das jetzt schon wieder verlieren, dann wird ihnen das ordentlich an der Psyche kratzen, ne? Ja, man muss dazu nicht direkt in Folge. Sie haben vorhin 6-3 verloren, aber dennoch das stimmt. Innerhalb aber kürzester Zeit. So oft 6 zu 5 zu stehen oder 5-5 zu stehen ist. Von 4 Maps ist es jetzt auf jeden Fall die dritte Map, die 5-5 steht. Da sieht man. Und wenn sie jetzt wieder verlieren, wird es krass an der Psyche. Ja, beziehungsweise dann sind sie raus. Ja. Sie haben den Angriff, werden aber gefrustrated und zweiter Kill von Phantom Snipes. Zwei, der einfach hinten durchläuft. Und das wird jetzt extrem schwer. Jetzt. Sieht nach dem Map-Win für Team Analytics aus. Wenn hier nichts mehr anbrennt. Friends, in der Post ist. Backup kommt es zum Kontakt, er kann den ersten holen. Ravex mit dem zweiten. Und den zweiten! Stark von Ravex! A la Player und Phantom Snipes, die da meiner Meinung nach ein bisschen ja, falsch gespielt haben. Der ist okay. War Zenex. Phantom Snipes und Zenex, meinte ich. Jetzt aber nur noch. Und Ravex jetzt wieder in eine 1 gegen 2 Situation. Wird das wieder klatschen für sein Team oder. Ist es der Win für Analytics und das Aus für Terra X? Die Zeit spielt auch gegen ihn. Sieht nicht gut aus. Gate ist, glaube ich, zu. Wird extrem knapp. Und wenn er jetzt in Notaufnahme geht, wird er schon gespottet. Er wurde gespottet. Und das ist der Win für UX auf der zweiten Map. Warhawk 6 zu 5, die sich hier auch stark gezeigt haben. Terra X hat es ihnen nicht leicht gemacht, hat stark dagegen gehalten, musste jetzt zum dritten Mal eine 5 zu 5 Situation aus der Hand geben. Schade an dieser Stelle. Und wir danken Terra X auf jeden Fall für die Teilnahme. Absolut. Wir wünschen den Jungs von Terra X einen schönen Abend auf jeden Fall. Ich auch keinesfalls schlecht präsentiert. Und Glückwunsch an Underratics. Nee, auf keinen Fall.